Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind jetzt wieder bei der Wochenlegung vom 28. Juni 2021 bis 4. Juli 2021. Und wir wollen auch in dieser Allgemeinlegung schauen, welche Energien für die einzelnen Sternzeichen so in dieser Woche vorherrschen. Zuvor werde ich euch natürlich wieder astrologisch sagen, was so insgesamt am Himmel los ist. Und dann gehen wir in die einzelnen Sternzeichen. Als Vorwort hier noch, welche Karten ich verwende. Das ist das Energy Oracle Cards von Sandra & Taylor. Dann für die Tageslegung habe ich das normale Rider-Waite Tarot. In klein habe ich es zur Klärung. Und dann haben wir von Colette Bernwied wie immer das Krafttier-Orakel. Dann haben wir das Erzengel-Orakel von Doreen Virtue. Diese Karten findet ihr auch natürlich auf der Webseite www.ella-tarosco.de. Genauso wie Hinweise, was ihr machen könnt, wenn ihr eine persönliche Legung möchtet. Da sind die Legungen, die ich anbiete, beschrieben unter der Preisliste. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schickt gerne eine E-Mail. Alle Infos auch hier unten nochmal in dem Infokörbchen unten drunter, wo die Daten drinstehen. Da könnt ihr auch gleich draufklicken, wenn es euch interessiert und wenn ihr Fragen habt. Wie immer hänge ich die Vorwoche auch nochmal dran. Es kann sein, dass gewisse Dinge bei einzelnen Menschen natürlich nicht genau an der Woche enden, sondern vielleicht weitergehen, dass die Einflüsse noch fortführen. Ja, falls es euch interessiert, auch die Vorwoche hängt nochmal als Film am Schluss dran. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt oder Interesse an irgendwas, meldet euch einfach. Ich wünsche euch eine schöne Legung. Ihr wisst ja, dass es eine allgemeine Legung ist, die nicht für jeden immer hundertprozentig passt. Ihr sollt euch das herausziehen, was für euch persönlich hilfreich und nützlich ist und das auf eure ganz private Situation anwenden. Ich freue mich immer über Kommentare. Vergesst nicht, die unten reinzuschreiben. Und wenn es euch gefallen hat, am Ende das Däumchen hoch. Wir schauen es uns mal an. Bis gleich. So, meine Lieben, was erwartet uns im Monat Juli? Wir haben Sonnenzeichen Krebs. Das ist schon mal eine sehr familiäre Energie zu Beginn des Monats. Wir haben Mars-Saturn-Spannung ja auch bis zum 2. Juli 2021. Das hat ja schon im Juni begonnen. Das kann auch für den einen oder anderen auch sogar noch länger gehen. Das werden wir aber im Einzelnen besprechen. Es kann sein, dass man da sehr engstirnig ist, sehr vielleicht auch wütend oder eben zu sehr von der eigenen Meinung überzeugt. Das kann auf beiden Seiten liegen, also bitte Vorsicht. Mars und Uranus, da ist man sehr schnell dabei, etwas zu tun, was man vielleicht nachher bereuen könnte. Und das geht auch bis zum 5., also mindestens bis zum 5. Es gilt da, mit sich selbst ein bisschen ins Gericht zu gehen, darüber nachzudenken, lohnt sich das und können wir das wirklich umsetzen oder bringt das wirklich was? Also ein bisschen abwägen, ob das sinnvoll ist. Wir haben ab 5. wieder so eine etwas aufgelockertere Energie, weil Sonne und Uranus, ich sag jetzt mal, kreativ machen. Man möchte positive Ergebnisse. Und wenn man das natürlich dann vorher versaubeutelt hat, wird das schwieriger. Man möchte Dinge umsetzen. Aber wie gesagt, mit der vorherigen etwas engstirnigen Energie kann das natürlich dann am 5. sehr erschwert sein. Man sollte dennoch versuchen, Kompromisse zu finden, sich miteinander hinzusetzen und vielleicht auch die Dinge zu klären, ein für alle Mal. Wir haben Merkur-Neptun am 6., was so ein bisschen wieder die Sinne vernebelt und den Blick ja unklar macht. Man kann leicht über den Tisch gezogen werden, man kann vielleicht zu viel Geld ausgeben oder man kann seine Idee für zu genial halten, wie auch immer. Und am 7. haben wir eben dann auch wieder Zorn oder auch Missgunst, solche Sachen mit Venus und Saturn. Auch in Beziehungen kann das dann ganz schön im Gebälk knirschen. Und Venus und Uranus am 8. kann dann auch eskalieren. Also wir haben zu Beginn des Monats immer noch so eine Energie, wo man sich selbst ein Stück weit hinterfragen sollte, ist es das jetzt wert, dass ich mich da echauffiere, dass ich mich aufrege. Man sollte das vielleicht abwarten bis zum 10., weil der Neumond im Krebs
bringt Erneuerung und das gerade und besonders auch im familiären Gefühlsbereich. Also wie man sich fühlt, wie man auf die Dinge zugeht. Der Blick ist vorher ein bisschen unklar mit Neptun und dann wird es ein bisschen versöhnlicher und ich denke auch kompromissbereiter. Da sehnt man sich mit Venus und Mars auch bis zur Mitte des Monats danach, sich wieder näher zu kommen, sich anzunähern und auch füreinander da zu sein, beziehungsweise auch miteinander zu arbeiten zum Beispiel, dass man auch da nicht zu starrsinnig ist. Das könnte man nämlich dann so Mitte des Monats bereuen, weil das dann schwieriger wird, wenn man sich vorher ziemlich angestellt hat. Ja, wir haben ab dem 11. auch noch Merkur im Krebs. Das unterstützt natürlich die familiäre Note. Da kann man bisweilen so ein bisschen darüber nachdenken, wie es vorher war und so. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass man ein bisschen traurig wird. Aber besser ist es, man ist sich einig und versucht dann eben es besser zu machen, ja, oder weiter zu fördern. Und das gelingt auch um den 12. Juli herum. Da ist es wichtig, dass man sich austauscht, dass man zusammen ist und dass man vielleicht gemeinsam, ich sag jetzt mal, die Vergangenheit bespricht und auch hinter sich lässt. Das haben wir ja durch die Rückläufigkeit der Planeten sowieso. Und dass man eben diese Erfahrungen aus der Vergangenheit verwendet, um in Zukunft andere Fehler zu vermeiden und das, was gut war, weiter fortzusetzen. Das ist immer der Konflikt zwischen Saturn und Uranus. Wir haben was aus der Vergangenheit, das eine ist gut, das andere ist nicht so gut und Uranus will nach vorne preschen. Es gibt auch in der Vergangenheit Gutes, das man weiter verwenden kann. Ja, Sonne und Neptun sorgen für Kreativität und auch neue Ideen, wie man zusammenkommen könnte oder wie man die alten und neuen Dinge verknüpfen kann. Das wäre schön. Am 17. Juli kann es mit Sonne Pluto wieder zu Streit kommen, weil irgendjemand vielleicht meint, er oder sie habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Was macht man da? Man sollte versöhnlich sein, aber denjenigen oder diejenige auf den Teppich wieder zurückholen. Ja, immer schön sachlich bleiben. Merkur und Uranus sind vorausschauend natürlich und man kommt voran. Man kommt voran, wenn man eben diese versöhnliche Art und Weise an den Tag legt. Am 22. geht die Sonne in den Löwen. Dann ist die familiäre Energie ein bisschen vorbei und die Löwe-Energie herrsche und schwelge im Luxus. Das ist jetzt mal so Stereotyp Löwe. Es geht aber dazu, dass man ein bisschen vielleicht auch egoistischer wird. Kann sein, muss aber nicht. Es kommt darauf an, wie man selbst damit umgeht mit dieser Energie. Der Löwe ist auch die Energie der Vitalität, der positiven Energie, die Dinge zu beschleunigen, voranzubringen, Freude zu bringen, ja. Und dann wechselt Venus in die Jungfrau, die dem Jupiter genau gegenüber steht. Man kann ein bisschen zu spendabel unterwegs sein. Das sollte man nicht tun. Man sollte eher pragmatisch damit umgehen, dass man die Dinge vorantreiben kann, aber vorsichtig bleiben. Dann haben wir Vollmond im Wassermann, 24. Juli. Das ist Kommunikation, das ist Freigeist. Das sind auch kreative und vorausschauende Ideen. Kann manchmal schon der Zeit weit voraus sein. Und dann haben wir wieder mehr Gespräche, mehr Miteinander. Leider kann man zum Ende des Monats hin mit Merkur und Pluto wieder das Gefühl haben, dass man der Größte oder die Größte ist. Es ist besser, wenn Mars gegenüber Jupiter steht, zwischen Ende des Monats, halt so am 30. rum. Und da kann es dazu führen, dass man einfach zu selbstherrlich rüberkommt. Das gilt nicht nur für den Löwen, das gilt auch für alle anderen. Und man hat dann zu hohe Erwartungen einfach an sich, an die Menschen, an die Sache, an die Projekte, an alles. Und da muss man wirklich Bodenhaftung haben oder wieder bekommen, ja.
Und dann haben wir auch am 31. Sonne Merkur eben auch diese Energie, ich will aber, ja, wie so ein kleines Kind, was im Supermarkt mit den Füßen aufstampft. Es wäre aber besser, sich in dem Moment in Sachlichkeit und Pragmatismus zurückzufinden, also kommunikativ und erdgebunden zu sein, also was geht und was geht nicht, unabhängig jetzt von der Gefühlswelt. Schauen wir uns das jetzt mal für die einzelnen Sternzeichen an. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische, zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 28. Juni bis 4. Juli 2021. Du hast das Glück, Jupiter in deinem Sternzeichen gehabt zu haben, schon gespürt, und nächstes Jahr wird er ja auch das ganze Jahr oder weitestgehend im nächsten Jahr in deinem Sternzeichen sein. Du kannst dich schon mal darauf einstellen. Das ist ja schon mal eine schöne Aussicht. Mit der Rückläufigkeit des Jupiters bedeutet das ja auch die Rückschau, genauso wie mit allen anderen Planeten. Darauf habe ich ja schon angesprochen, es gilt, da ein Stück weit in die Dinge zu schauen, die gut gelaufen sind, die weniger gut gelaufen sind, und vielleicht so die Altlasten zu bearbeiten, die wir immer wieder mit uns rumschleppen, die sich immer wieder melden und die wir dann geflissentlich ignorieren. Jetzt gilt es, da vielleicht Hand anzulegen. Saturn, rückläufig, hat auch keinen Einfluss auf dich, außer jetzt vielleicht in diesen Spannungen mit Uranus oder auch Mars, aber ansonsten Ruhe. Uranus sorgt dafür, dass du dich auch immer wieder ein bisschen nach vorne bringst, dass du dich in Szene setzt, könnte man sagen, für deine Dinge einstehst, wunderbar. Das solltest du auch weiterhin tun, ohne zu übertreiben, und natürlich auch mit diesen Spannungen vorsichtig umgehen, denn die betreffen natürlich nicht nur die Fische, sondern eben auch die anderen, und die reagieren dann vielleicht etwas ungehalten. Neptun, ja, wie bei einigen anderen Sternzeichen auch, Neptun sorgt dafür, dass ab und an bei dir und auch bei anderen Sternzeichen, nicht bei allen, aber ein paar, sind davon auch betroffen, ebenso wirkliche Weltschmerzstimmung herrscht, dass man sich runterziehen lässt von diesen Energien. Bei dir ist es gut, wenn du dann Abstand gewinnst und dir Zeit für dich selbst nimmst, deinen Gedanken freien Lauf zu lassen und zu entspannen. Pluto, ja, mit seinem Ehrgeiz, sorgt natürlich auch dafür, dass du vorankommst. Jetzt in der Rückläufigkeit kann es eben sein, dass Dinge, die du schon längst für erledigt gehalten hast, jetzt in Bewegung kommen und sich in deinem Interesse bewegen, also eine positive Entwicklung nehmen. Da solltest du auch nicht dazwischen funken, lass es einfach laufen. Mars im Löwen hat jetzt keinerlei Einfluss, soweit ich das sehen kann, dass du irgendwie positiv oder negativ beflügelt wirst, je nachdem. Ich denke, dass du diese ruhige Phase dazu verwenden kannst, dich um diese Altlasten vielleicht oder um die Dinge, die du voranbringen möchtest, zu kümmern. Denn nach der Rückläufigkeit und den Spannungen, die wir schon hatten, ist es wichtig, dass man jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Aber genügsam, langsam. Auch die Venus ist im Löwen angekommen und da passiert auch nicht so wirklich viel. Im Krebs war das schon anders und es wird auch wieder anders. Momentan ist da auch Ruhe angesagt. Merkur in den Zwillingen kann vielleicht dafür sorgen, dass du ein bisschen nervös wirst. Lass dich davon nicht irritieren. Bleibe einfach offen und glaube nicht alles, was du hörst. Wir haben da immer wieder so die Dinge, dass irgendwas erzählt wird, was nicht unbedingt stimmen muss. Wir haben auch für dich zu Beginn Juli etwas Überraschendes, irgendwas, was passiert, was vorkommt, womit du nicht gerechnet hast. Das kann positiv oder negativ sein. Du kannst dich darauf eigentlich nicht vorbereiten, aber halte mal die Augen auf. Vielleicht sehen wir ja in der Kartenlegung, was da so passiert. Schauen wir uns direkt mal an. Bis gleich. Meine lieben Fische, dann wollen wir uns anschauen, was in dieser allgemeinen Wochenlegung für die Fische so möglich und machbar ist. Wir beginnen mit der Energie dessen, was von außen kommt, was die Mitmenschen dir so in dieser Woche entgegenbringen. Du entscheidest, was du damit anfängst, wie du darauf reagierst.
du ziehst dir das raus, was für dich persönlich in deiner Situation nützlich ist. So. Was kommt von außen? Das dritte Chakra, Erzengel Samuel. Das dritte Chakra ist der Solarplexus, das Sonnengeflecht, eine Handbreit über dem Bauchnabel, Selbstvertrauen, Mut und Ausdauer. Das kommt von außen. Also deine Mitmenschen haben Mut und Ausdauer. Das ist nicht verkehrt. Natürlich kann das manchmal ein bisschen übereifrig sein, aber wir schauen mal, wie das zu deiner Legung passt. Wie siehst du dich? Was ist dein Wunsch? Was erhoffst du oder befürchtest du? Was ist gut für dich? Was ist weniger gut? Und wie geht die Woche für dich aus? So, schau mal eben in die Kamera. Okay, wir können noch ein kleines Stückchen rüber. So, alles klar. Wir schauen uns jetzt auch an, wie die Wochentage verlaufen. Bei der Allgemeinlegung ist das ja so, dass ich 7 Karten lege für die Wochentage. Die Reihenfolge kann von Person zu Person im Sternzeichen Fische variieren. Also nicht die Reihenfolge beachten, sondern wenn die Dinge für dich aktuell werden. So, und dann schauen wir uns als erstes auch an, wie du auf deine Mitmenschen zugehst. Außenenergie. Königin der Schwerter. Das heißt, du bist authentisch, ehrlich, aufrichtig und gehst so auf deine Mitmenschen zu. Sehr schön. Sehr schön. So, dann lege ich erstmal die Karten für diese Woche. Wie gesagt, die Reihenfolge kann anders ausfallen bei dir persönlich, aber du wirst das selbstverständlich mitbekommen, wenn das eine oder andere für dich greift oder passiert. So, wie siehst du dich denn selbst? Der Magier und der Spiegel. Manifestation. Du möchtest dir sozusagen im Spiegel zuschauen, wie du das umsetzt, was du denkst. Gedanken sind dabei sehr wichtig. Du bist intuitiv. Du brauchst ab und zu mal Pausen, um die negativen Energien von außen abzuwehren. Aber der Magier und der Spiegel soll das widerspiegeln, was du in deinen Gedanken in die Realität holst. So, so siehst du dich auch. Dein Wunsch. Der Mann mit dem Herzen, also da ist Liebe drin, da ist der König der Kelche, skorpionische Energie. Skorpionische Energie, der Wunsch nach Zuwendung, Zuneigung, aber auch eine starke Schulter zum Anlehnen. Hoffnung und Ängste, alles auf einmal, ja. Die Befürchtung, dass sich vielleicht zu viel auf einmal ereignet und du da nicht mitkommst, ja, kann natürlich sein, aber natürlich, dass sich deine Wünsche erfüllen nach Möglichkeit. Gut für dich ist die Göttin des Mondes. Göttin des Mondes ist, ja, die Gefühle, die verborgen waren oder sind, nach vorne holen. Das kann manchmal unangenehm sein, aber ich denke, dass du in deiner Gefühlswelt mehr zu Hause bist als viele andere und dass du diese Gefühle kennst. Es ist gut für dich. Du bist dir deiner Gefühle bewusst. Du bist auch der negativen Dinge bewusst. Was ist denn nicht gut? Nicht gut ist der Engel der Balance, das heißt, diese übermächtigen Gefühle können dich aus der Balance bringen, ja, dich so ein bisschen straucheln lassen. Wie geht das Ganze aus? Wir haben ja Verbundenheit im Sinne von anhänglich oder es ist so wie, dass man an etwas hängt, was nicht gut für einen ist. Oder dass man vielleicht auch zu negativ daran geht. Wir schauen mal. Wir haben hier die 5 der Kelche. Da gibt es Dinge, die du bedauerst, die unschön sind oder waren. Die 5 der Kelche fordert dich dazu auf, nicht zu hadern, sondern das aufzugreifen, was da ist. Auch gefühlsmäßig sich dem zuzuwenden, was gut ist. Denn zu hadern hält dich davon ab, aktiv an deinem Glück zu arbeiten. Und deswegen fordert, wie gesagt, die 5 der Kelche dazu auf, sich herumzudrehen. Du manifestierst ja das, was du denkst. Und wenn du negativ denkst, manifestierst du ja negativ. Nächste Karte ist das Gericht. Die Dinge beurteilen, wie sie sind. Also die Realität nicht aus den Augen zu verlieren, seinen Gefühlen Raum zu geben, aber diese nicht übermächtig werden zu lassen, dass sie deinen Verstand ausschalten. Das Gericht ist sehr logisch, hält sich an die Fakten. Und das ist auch wichtig, gerade wenn du so Liebesbeziehungen oder so dir wünschst, dass du dich den Fakten, den Dingen, die wirklich passieren, nicht verschließt und nicht nur ein Ideal vor dir siehst und alles andere, was negativ sein könnte, ausblendest. Das wäre unrealistisch. So, und dann haben wir hier die 5 der Schwerter. Ja, es kommt zu viel auf dich zu und deshalb bist du ein bisschen wuselig, ein bisschen durcheinander und möglicherweise überfordert. Es gilt dir eine Ruhe
Phase zu gönnen, zu entspannen, um deine Kräfte zu regenerieren. Das ist wichtig. Also Prioritäten setzen, was muss gemacht werden, was kann auch verschoben werden und da eine Entscheidung zu treffen. Geduld ist das Zauberwort. Hab Geduld mit dir und mit anderen. Plane die Dinge weise. Dann kannst du dir das auch zeitlich besser einteilen. Ja, das gilt auch im Besonderen für die Arbeit. Es kann natürlich sein, dass auf der Arbeit viel los ist, dass du viel zu tun hast und dass dich das ein bisschen ins Schleudern bringt. Trotzdem wäre es besser, eins nach dem anderen zu erledigen, als jetzt versuchen, sämtliche Baustellen zu bedienen. Dann wirst du nämlich nicht fertig. So, und dann haben wir hier den Herrscher. Das ist die Verantwortung. Du hast auch die Verantwortung natürlich für deine Balance. Auch wenn dich andere vielleicht durcheinander bringen. Aber es geht darum, dass du deine Balance wiederfindest. Es kann auch ein Vorgesetzter sein, der dich durcheinander bringt oder so. Und dann haben wir die vier der Stäbe und da haben wir die enge Verbindung. Das können Freunde, Bekannte, Familie, Partner, ne? Das kann alles sein. Aber du bist authentisch und du solltest offen und ehrlich auch sagen, wenn es dir zu viel wird. Wenn du sagst, das schaffe ich nicht, ja, das ist okay. Das muss okay sein, weil das ist ja aufrichtig und ehrlich und du kannst vieles schaffen, wenn du dich nicht hetzt. So, schauen wir uns nochmal den Magier und den Spiegel an. Königin der Stäbe, 5 der Münzen. Ja, distanziere dich von Leuten, die vielleicht auch hier mutig sind, Selbstvertrauen haben und so weiter. Dann sollen die das tun, aber du musst ja nicht genauso agieren wie andere. Und das kannst du auch klipp und klar sagen. Dann sollen die für dich in die Bresche springen, ja. Du brauchst momentan ein bisschen mehr Zuwendung für dich selbst. Der Mann mit dem Herzen, da ist die Illusion und da ist die 10 der Schwerter. Du hast Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass du deine Vorstellungen, deine Fantasien auf jemanden projiziert hast und alles andere ausgeblendet hast. Das ist deine Erfahrung. Deshalb bist du jetzt vorsichtiger und das ist auch gut so, denn du hast aus dieser Lektion gelernt. So, Hoffnung und Ängste. Disziplin ist wichtig und Dinge hinter sich bringen und Neues anfangen. Das bedeutet auch, dass du die Dinge, die jetzt am wichtigsten sind, bearbeitest und dich bemühst, aber auch sagst, wo deine Grenzen sind. Freundlich natürlich. Dann haben wir eben die Göttin des Mondes. Das ist gut für dich. Das ist so deine Empathie. Da ist der König der Stäbe und da ist die 7 der Stäbe. Du kannst Widerstand leisten, indem du ja an das Gewissen appellierst. Ja? Vielleicht von dieser Person, wir haben ja auch eine Königin, hier haben wir einen König der Stäbe, dass du sagst, pass mal auf, wenn du das vernünftig von mir geregelt haben willst, dann musst du mir auch meine Zeit lassen. Ich muss das in meiner Art und Weise machen. Also es ist nicht schlimm, Widerstand zu leisten, das kann man auch freundlich tun. Nicht gut ist die Balance, der Gehängte. Und die Leidenschaft. Der Gehängte ist, sich einen Überblick verschaffen. Die Situation, ich sage jetzt mal auch genau wie das Gericht, so ein bisschen überschauen, wie hängt das zusammen. Und mit Leidenschaft an dem arbeiten, was du jetzt regeln kannst. Und alles andere muss eben warten. Ja, du bist irgendwo verbunden, verhaftet. Und dann haben wir die 8 der Schwerter und 6 der Schwerter. Cool down. Entspannung. Nicht in einem Gedankenkreisel sich verfangen, dass du denkst, du musst das jetzt alles hinbekommen oder so. Nein, musst du nicht. Du musst dich entspannen, damit du die Aufgaben auch vernünftig erledigen kannst, was auch immer das sein mag. 5 der Kelche ist Bedauern. Magier, ich sag ja, das ist das, was du manifestierst. Und Ritter der Kelche. Besser ist es, höflich, freundlich entgegenkommt, liebevoll zu sein und das auch natürlich zu erwarten. Ja. Und ich denke, mit der Königin der Schwerter kannst du das ruhig auch benennen. Gericht, 9 der Kelche und 2 der Münzen. Du wägst ab, wie du zu deinem Erfolg oder deiner Wunscherfüllung kommst. Ja, und das geht eben nicht so schnell. So, 5 der Schwerter, 9 der Stäbe. Da ist die Bemühung, das alles zu schaffen und so weiter. Besser ist es, 2 der Kelche auch zu sagen, pass mal auf, Leute, wenn ihr das vernünftig haben wollt, dann braucht das auch seine Zeit. So, und alles gut planen, vorbereiten, braucht eben auch Zeit. Da ist die Arbeit wieder und da ist die 4 der Schwerter. Gut überlegt ist schon halb gewonnen bei dem Zusammenhang. Und ich habe den Eindruck, das geht hier hauptsächlich um Berufliches. Ja, aber auch hier der Wunsch nach einer Partnerschaft. Aber du hast halt aus deinen, ich sag mal, Erfahrungen gelernt.
So, Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt im Einklang und Geduld haben. Die ergänzen sich wunderbar, siehst du? Also es geht nicht darum zu hetzen, sondern vernünftig zu arbeiten. Der Herrscher, Fokus auf die 10 der Münzen. Das kann natürlich um den Besitz gehen, um die Karriere, um das Verdienen. Ja, aber wenn du, sagen wir mal, du musst jetzt ganz viel arbeiten, du musst ganz viel für die Kunden, sag ich mal, machen und die Hälfte davon ist Schrott. Wie sinnvoll ist das? Wie viel Geld bringt dir das? Es bringt dir ein schlechtes Image zum Beispiel und dann stehst du da und hast gar nichts gewonnen dabei. Ist jetzt nur ein Beispiel, ne? 4 der Stäbe, Königin der Kelche und sich um positive Energien kümmern. Und das kannst du, indem du in deiner Art liebevoll, freundlich bist, den Leuten sagst, Leute, wenn wir das hier jetzt in Hast und Eile tun, schaffen wir das nicht. Egal ob privat oder beruflich, wir müssen uns überlegen, wie wir das machen. Und wir müssen auch die Details natürlich beachten. Und wir dürfen uns nicht verausgaben in Dingen, die uns nicht weiterbringen, sondern es muss Prioritäten geben. Es muss eine Reihenfolge geben, in der das gemacht wird, wer für was zuständig ist und wie wir das am besten managen. So, und wir haben für dich das Krafttier der Frosch. Miste aus. Das bedeutet nämlich auch die Dinge, die unnötig sind, erstmal außen vor zu stellen und zu sagen, Leute, das brauchen wir nicht. Wir kümmern uns um das, was jetzt gerade getan werden muss. Ich lese dir mal vor, was dir der Frosch sagen möchte. Der Geist des Frosches weiß, dass es für dich, während all die anderen Frösche vor sich hin quaken, Zeit ist, dein Leben zu vereinfachen und zu entrümpeln, damit du es dir auf deinem eigenen Seerosenblatt behaglich machen kannst. Auch wenn unser Leben deshalb kein einziger Missklang ist, geraten wir doch leicht in den Sog all des Lärms und der Aufregung um uns herum. Und ehe man sich's versieht, ist der Kalender vollgestopft mit Verpflichtungen, die eingegangen zu sein man bereut, und das zu Hause mit Dingen, die wertvollen Platz beanspruchen. Sogar Beziehungen wollen entrümpelt sein, weil sich auch darin häufig Überflüssiges ansammelt. Der Froschgeist fordert dich zum Hausputz auf. Überlege dir, was dir wichtig ist und entsorge oder verschenke den Rest, damit du deinen Alltag und deinen Kopf wieder frei für anderes hast. Du brauchst weder das alte Zeug noch die Geschichten, die es dir über die Vergangenheit zuraunt. Nicht anders als materielles Gerümpel werden manchmal auch Freundschaften lange über ihr Verfallsdatum hinaus bewahrt, sodass du sie als unnötigen Ballast mit dir herumschleppst. Es ist jetzt Zeit, loszulassen. Was immer du brauchst, wird sich zur rechten Zeit einfinden, also trenne dich von all dem Plunder, der dich nur belastet und bedrängt. Der Geist des Frosches möchte, dass du dir deinen Raum zurückeroberst, unbekümmert darum, was sein sollte, sein müsste oder hätte sein können. Lass los und spring in die Freiheit, befreit von all dem alten Zeug. Dieses Ausmisten lässt sich auf viele Dinge und viele Situationen münzen. Das heißt, es kann auch sein, dass du zum Beispiel, wenn ich hier die Arbeit sehe und so weiter, dass du dich da nicht mit irgendwelchen belanglosen Klamotten beschäftigen solltest, sondern dich um die Fakten, um die essentiellen Dinge kümmern sollst, die wichtigsten, die Prioritäten. Ich habe jetzt gerade schon mal die Erzengelkarte gesucht und da steht es auch, berufliche Veränderung. Erzengel Samuel, deine Lebensaufgabe löst eine segensreiche berufliche Veränderung aus. Ja, indem du das erkennst und indem du dich da drauf fokussierst, was du wirklich umsetzen möchtest und was dir auch liegt, wo du Freude dran hast und wie du anderen auch dabei nützlich sein kannst. Das ist wichtig. Lies dir mal vor, was Erzengel Samuel dir noch sagen möchte. Du hast um Hilfe bezüglich deiner beruflichen Situation gebetet und jetzt ist es soweit. Manchmal wird Veränderung als Stress empfunden, doch in Wahrheit helfe ich dir, deine alte Lebensform abzugeben, um Raum für das Neue zu schaffen. Achte genau auf sich wiederholende Gedanken, Ideen, Träume und Visionen, da es sich hierbei um göttlich inspirierte Wegweiser handelt, die dir den von dir gewünschten Weg zeigen. Vielleicht siehst du nicht den ganzen Weg oder weißt nicht, wohin er führt, doch jeder Schritt wird von Licht erfüllt sein. Großartig. Also du wirst geleitet, Dinge zu verändern. Du wirst zum Beispiel vielleicht auch durch Zorn darauf hingewiesen, dass du dich nicht mit unliebsamen oder unwichtigen Dingen beschäftigen sollst, sondern mit der Essenz dessen, was für dich persönlich wichtig ist. Und da gehört die Aufrichtigkeit dazu, das mitzuteilen. Wir haben von außen den Mut und das Selbstvertrauen. Das heißt, du triffst auf ein Gegenüber, das auch den Mut hat, sich das anzuhören, dem du nicht damit wehtust oder irgendwas. Es geht darum, Klarheit zu schaffen und zwar mit Fakten. Da sind nämlich auch deine Wünsche drin. Und das muss dir persönlich als Fisch
im Vorfeld natürlich klar sein. Da musst du mit gearbeitet haben. Und Dinge, Menschen oder Situationen, die dich belasten oder wo du ja nichts für dich, also ich sag mal, Sinnvolles erkennen kannst, da solltest du dich auch verabschieden. Das haben wir hier mit der Welt. Also du bist dabei, loszulassen und dich den Dingen zuzuwenden, die dich tatsächlich voranbringen. Und auch nicht in Gedanken zu versinken, sondern aktiv Entspannung zu suchen, um sich leiten zu lassen. Denn du brauchst Entspannung, um das zu spüren, um die Essenz zu spüren und auch hier weiterzukommen, die Verantwortung zu übernehmen für deinen Fortschritt. Ja? Und Geld und Ehre, Ruhm, was weiß ich, ist nicht alles. Das Wichtigste ist, dass man sich gefühlsmäßig zu Hause fühlt und dass man da auch sagen kann, ja, so ist es genau richtig. Ja, mein lieber Fisch, ich bin gespannt, wie ihr das empfindet, wie ihr damit zurechtkommt, was euch das auf eurem Weg bringt. Ich hoffe, eine ganze Menge. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich über alle Kommentare und würde mich dann auch natürlich über euren Fortgang informieren wollen, wie du möchtest. Auch später noch, ne? Ja, wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Däumchen hoch da. Viel Erfolg dabei und ich sage bis bald.